Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FIFA 15. Mein Name ist Franconia. Und wir haben ja das letzte Spiel gegen Sandhausen gewonnen mit einem neuen Torhüter, weil er unbedingt spielen wollte. Und da haben wir jetzt nochmal eine Nachricht. Danke für die Chance. Vielen Dank, Trainer. Es war wirklich toll, dass Sie mir die Chance gegeben haben zum Spielen. Ja, leider muss man auch dazu sagen, dass Radlinger ja einen Elfmeter verschuldet hat. Der zum frühzeitigen 1:0 führte für Sandhausen. Wir haben zwar das Spiel gewonnen, aber die Welt war es ja nicht gerade, ne? Die Leistung, die er gezeigt hat, er hat gerade mal einmal den Ball in der Hand gehabt und das war in der 90. Spielminute. Also, aber er ist zufrieden, er durfte spielen. Und... oh, auf der Bank befindet sich ein nicht einsetzbarer Spieler, deine Option. Ja, ich habe ja auch gerade... da muss ich ja mal gucken, wer ist da nicht einsatzbereit? Passt doch, was wollen die? Ich habe ja im Lapper jetzt hineingetan für Alessandro Schöpf. Und Hofland wieder in die Auswechselspieler, sowie Jürgen Mösmer. Aber wieso dürfen die jetzt nicht spielen? Jakowski, Kanteas im Lapper, Silvestre, Füllkrug. Pino, Efsef? Ist mir jetzt ein bisschen ein Rätsel. Warum es jetzt nicht geht? Okay, probieren wir nochmal. Probieren wir selbst. Auf deiner Bank befindet sich... ach so, auf der Bank. Ja, okay, dann gucken wir mal. Wer ist das? Ein nicht einsetzbarer Spieler auf der Bank. Da bin ich jetzt überfragt. Müsste doch eigentlich passen, oder nicht? Torwart haben wir. Tun wir mal Pollack raus. Und dafür... wir mal Bulthus rein, mal gucken, ob es jetzt so passt. Ja, möchten wir. Ansonsten bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Wir schon wieder. Okay, dann drücken wir mal hier drauf. Jetzt gucken wir mal dann, was sie da vorgenommen haben. Heimspiel also jetzt gegen Darmstadt. Jetzt gehen wir noch mal kurz in Teammanagement rein. Dani Blum herein. Und Schöpf raus, warum das? Ne, Dani Blum hinein. Wen haben wir da raus? In Hofland. Wieso in Hofland? Also das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. Hofland ist doch ein in der EU-Spieler, ne? Eigentlich. Seltsam, seltsam. Naja, wir spielen jetzt ohne. Wir machen Elfmeterschießen. Schönes Ding. Das fängt schon mal wieder gut an hier. Eieiei. Boah, leck mich doch. Alter Verwalter. Ich treffe ja gar nichts hier. Alter. Boah, leg mich doch am Arsch. Okay, aber so kann ich wenigstens mal ein bisschen üben. Aber das wird alles nichts, Leute. Das wird alles nichts heute. Ach. Scheiß doch die Hände an. Okay, noch einmal, Leute. Und. Ja,
wieder nichts. Ja, schön für euch. Okay, weiter geht's. Wie gesagt, unser Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Wir hoffen, dass wir heute ein bisschen besser sind. Pemil Mlapper und Heimut Wasserscheide ist der Schiri der heutigen Partie. Und das fängt schon gut an mit Emil Mlapper. Der Ex-Gladbacher. Behrens, schön. Rakowski. Oh, gefährlich! Mensch, da haben wir nicht aufpassen drin. Und Sky natürlich auch wieder dabei. Ich will jetzt keine Schleimwerbung machen. Und Elsef. Ah, Obacht. Mensch, Missverständnis. Elsef geht da wüst hinein. Und was ist jetzt? Alter, was war das? Vorsicht! Rakowski. Schön, da waren sie beide aufeinander gelegen. Und alle haben geschlafen. Nur Rakowski, der war auf der Hut. Jetzt Obacht, sonst muss er gleich wieder auf der Hut sein. Schön, Mlapper jetzt. Nimm ihn Mlapper, der Typ ist bullig. Oh, der ist schnell. Mlapper, Mlapper. Ah, aber vertändelt, wenn er vielleicht gepasst hätte. Wäre vielleicht gescheiter gewesen. Schön, Kandias. Ah. Aber da ist schon ganz andere Körperhaltung der Mannschaft. Auf das, dass nur ein Lappard dabei ist. Schön, Pino. Boah, klasse, aber vielleicht zu weit. Nein, bekomme ich noch. Koch, aber geklärt. Durch Holland. Ah. Vorsicht jetzt. Ex-Lager gegen Kandias. Kandias grätscht daneben. Stark, rennt auch vorbei. Ex-Lager, immer noch Ex-Lager. Aber gut geklärt. Oh Mann, Junge. Efsef, hopp, den holst du dir. Schön. Etzler. Efsef. Ah, fast geklärt. Beziehungsweise. Ein schöner Seitenwechsel auf Pino. Wieder Emil Mlapper. Pimil Mlapper. Mlapper drüber. Gute Chance. Martinja, weiter geht's. Hau den Ball raus. Also der gefällt mir ganz gut, ey, dieser Emil, dieser, ich sag immer Emil, dieser Pemil Mlapper. Und Petrak Obacht, Ex-Lager, Ex-Lager, welcher Ex? Und weiter geht's durch Pemil Mlapper. Merkt ihr euch diesen Namen? Pemil Mlapper, Mlapper und Ecke, Ecke, Schiri, Ecke. Das war von dem abgefälscht. Ach komm. Glaubst du selber nicht. Komm, raus mit der Kugel. Schön, Koch. Kandias. Ja, hier ist Schwung in der Bude. Und Mlapper. Nein, weiter. Ah. Ja, wir sind eindeutig zu schlecht, Leute. Teilweise, also falls wir aufsteigen, uiuiui, das kann ja was werden.
Das kann ja was werden, falls wir aufsteigen sollten. Koch. Aber dieser lumpende Fehlpass. Aber kämpft sich den Ball zurück. Wow, wieder Koch. Und da pfeift er. Ja, war recht rüde und die gelbe, oder? Nee, doch nichts. Nur Freistoß für Darmstadt. Die suchen immer wieder Ex-Lager. Ein Einwurf für uns. Koch. Czerwuska. Sieht Koch. Der sieht Evsev. Und der sieht nur wieder den Gegenspieler da. Oh, da wird er umgeholzt. Da wird er umgeholzt. Und das kann doch auch mal eine gelbe Karte geben. Für Czerwuska. André Czerwuska ist doch, glaube ich, auch schon jetzt fast die fünfte gelbe Karte. Wenn das weiter so geht. Da wird er noch das Dutzend diese Saison voll kriegen. Alter, Darmstadt, dieser Strohengel. Alter, was ist das für ein Kopfball gewesen? Hier nochmal in der Wiederholung. Der darf niemals so frei kommen. Ey. Was macht der Rakowski da? Nee, doch nicht. Es war Sulu. Hat jetzt ausgeschaut wie Strohengel. Schön. Ah, gegen zwei hat er halt einfach keine Chance. Gefährlich jetzt. Holland. Gegen Koch. Koch geklärt. Also der gefällt mir richtig gut, dieser Koch. Oh, und wieder klasse. Hineingekretscht. So, Obacht. Und weiter geht die Luzi. Mit Mlapa. 43 Minuten vorbei. Jetzt die Konterschuss. Mlapa. Ah. Wieder nichts. Oh, Obacht. Ex-Lage. Auf Ivana. Boah, hau daneben. Schön. Und Kandeas, von ihm bis jetzt noch nichts zu sehen hier. Oh, aber dann klasse gegrätscht. Und jetzt hier Ex-Lager. Auf den müssen wir aufpassen, Alter. Noch Tor passen. Oh. Behrens. Also Glück habt hier für uns jetzt. Oh, und dann wieder dieser Fehlpass, Alter. Grutze fix. Ja, jetzt kannst du aber auch mal abpfeifen. Von wegen 5 Minuten Nachspielzeit. Das sind schon fast 10 Minuten, ey. Jetzt pass auf, jetzt pfeift er ab, oder? Ja, es war ja klar, ne? Wenn ich den Ball hab, dann muss das auch abpfeifen. So, 0-0. 0-0, sag ich schon. 0-1. Aus unserer Sicht. KSC 2-0 im Rückstand. Bochum führt gegen Union Berlin. Der momentane Erstplatzierer, ja. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen Druck machen. So, jetzt gehen wir ein bisschen offensiver hier ran an die ganze Sache. Mit Kandeas. Wow, was ist das für ein Zuckerpässchen, Alter. Aber geklärt. Hier schöne Doppelpässe. Füllkrug. Boah, fast durchgekommen. Ja, ich tue mich schon schwer, zumal ich ja eigentlich ja nicht die Bombenmannschaft habe, wie jetzt zum Beispiel andere Let's Player. Ich sag mal, die nehmen keine Ahnung, Bayern oder irgendwas. Aber ich nehme halt den Club, warum? Weil ich es kann. Ah, wieder zu weit vorgelegt, Mensch, Pino. Okay, jetzt heißt es, sie mal durchschnaufen und weitermachen. Hau die Kugel jetzt weg. Schön, Evsev. Ah. Doppelpass versuchen, mit Lapper.
Der fehlt natürlich jetzt im Mittelfeld. Ein Vorteil. Koch, Alter! Koch! Für mich bis jetzt der Spieler dieser Saison. Oh, da lässt er ihn aus, Mensch, Pino. War schon auch schon mal besser. So, Etzler. Efsef. Oh, aber zu weit für den Lapper. Da kommt er nicht hin, da kommt er einfach nicht hin, ey. Mensch, jetzt Kinder. Komm, Alter, hau die Kugel weg. Oh, Koch, Alter. Czeluska, schön. Ey, Schiri, Mensch. Den hat er blockiert ohne Ball. Sowas kennst du gar nicht, oder? So, jetzt Kandeas. War ja klar, ne? Das war wieder so klar. Alter, jetzt wäre ich hier wütend langsam. Mensch, was macht denn der? Der darf da so frei rumspazieren, du! So, Etzler, Mlapa. Ah, Mist. Schön, Kandeas jetzt. Sicht Mlapa, aber da wird er. Weil sie will sich hinten nur einstellen. Scheiß Darmstadt, ey, echt. So, auf jetzt. Schön, aber wieder hier diese lumpere Fehlpass, ey. Ja, klar, Alter. Obacht jetzt, Jungwirt. Strohengel, da ist er. Ivana. Obacht, sonst flankt er rein. Ivana, nein. Der rennt einfach so, die können machen, was sie wollen, ey, echt. So, Etzler. Silvestre, Alter, der ist schnell. Ja, war ja klar, ne? Ja, jetzt pfeift er. Ist das Etzler? Ja, früh genug gelbe Karte. So, nur was machen. Koch, flankt er hier rein? Alter, allmächtig, nein. Das dürfst du kaum erzählen. Ey. Koch gewinnt klar den Kopfball. Füllgrub auf Kandeas. Klasse! Lapa! Das war jetzt mal schön gespielt. Aber auch der Schuss, ja, alles andere als nicht mal Zweitliganiveau. Schön, weiter geht's. Oh, fast, Alter. Und weiter geht's. Füllgrub. Mlapa! Mlapa! Latte! 85. Minute. Oh, schön durchgesetzt. Und dann knallt ihn an die Latte. Schade. Hey, manchmal spielen wir so, dann wird es so. Mal hui, mal pfui. Schön, Etzler. Ah, da wäre ich durch gewesen, Leute. Okay, ich merke schon, wenn ich jetzt ein paar Mal Tiki-Taka-Fußball mache, dann haben die so gut wie keine Chance hier. Schön! Ah, fast. Oh,
Wo ist es, die nächste Heimniederlage für uns? Ah, fast. Mensch, hier noch 5 Minuten. Auf. Da schaffen wir noch den Ausgleich. Aber nicht so, nicht so, Leute. Ah, das ist natürlich jetzt Platz hier. Mann, jetzt haut er den Ball. Wieso haut er den Ball aus, ey? So, weiter geht's. Pino lässt sich da ausschwanzen, Alter. Wieso lässt er sich da tunneln, Alter? Pino! Oh ja, du Arschloch von Pino, Alter. So ein Penner. Ja, schön. 2-0. Schön, wen juckt's? Beide. Ach, und da ist das Spiel aus. Wir verlieren daheim mit 2-0. Durch eine schwache Leistung unsererseits. Ja, durch eine sehr, sehr schwache Leistung unsererseits. Ja, was sollen wir machen? Dann auch noch Pino hier, der schlechteste Mann heute auf dem Platz irgendwie. Ich weiß auch, naja, wie dem auch sei. Man kann nicht immer alle Spiele gewinnen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Franconia.